Hast du überhaupt geladen? Jetzt ist der schon wieder mitten auf der Straße. Ja, ich fahre aber. Also habe ich das Recht, mitten auf der Straße zu sein. Hup nicht. Schlaf nicht ein da vorne. Hey! Der James muss eh vorfahren, weil er die Richtung vorgibt. Der James muss eh vorfahren, weil er die Richtung vorgibt. Ja, er muss jetzt sowieso fahren, weil mein Motor aus ist. Der James, der muss eh vorfahren, weil er muss die Richtung vorgeben. Ich glaube, der James, der muss sowieso vorfahren. Deswegen weil ich bin ich jetzt an ihm vorbeigefahren, weil der James. Ah, Andi, da bin ich! Hä? Nix, ist okay. Ich wollte eh noch Kinder her, was denn? Ja. Ist okay. Ja, Tag, warum wechselst du die Spur? Ich bin auf der rechten Spur. Du weißt auch nicht, wo du hin willst. Nee, ich bin permanent auf der rechten Spur. Nein, du warst eben auf der linken. Permanent. Bist. Permanent, Marker. Sonst wäre ich ja eben nicht rübergezogen. Andi? Was denn? Ich weiß ja nicht, ob du... Ey! Ey! Bisschen später rüberziehen, du hast nicht nur die Zugmaschine, okay? Hä? Ja, du musst ein bisschen später rüberziehen. Was hast du denn mit meinem LKW gemacht? Gar nichts, du bist direkt rübergezogen, nachdem deine Zugmaschine an mir vorbei war. Ich kam mir vor wie der Scania in Omsi, ja? Ja, du bist auch gefahren. Auf dem Schiff und eine Buddel voll rum. Hinsitter und wer einfach spawnen. Carsten, bin ich vorbei? Aber Andi, was ich dir gerade noch sagen wollte, ne? Was denn? Nee, mach das lieber weiter so. Überholen mit Hupen. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch überholen, ohne dass du die Hupe betätigst, aber mach das lieber weiter so, dann ist das so eine Art Ankündigung. Hä? Nix, schon gut. Was willst du gerade von mir, du Vogel? Nix, alles gut. Wo hupen? Wer hupen? Ich verstehe. Beim Überholvorgang hupen. Ja, man darf doch den Überholvorgang durch Hupen ankündigen. Nein, die Hupen sind keine Notfälle. Das ist so, wenn du in den Tunnel fährst und es kommt eine Kurve nach dem Tunnel, hupst du doch auch. Lieber euch, aber nur außerhalb geschlossener Ortschaft. Ja, das stimmt. Ich mach das. Ich kann ich nicht. Ich mach das überholen. Ständig. Der Josch drückt ständig auf die Hupen. Ein verlegenes Husten von Beiseits. Beiseits hat übrigens auch einen Namen, Josch. Nö. Das heißt Möp. Wo ist eigentlich der Julian? Ich fahr hier hinten in Sicherheitsabstand. Ich hab den Julian überholt mit meinem Premium-LKW. Nein, den Carsten rammen wir nicht. Wie den Carsten, den rammen wir nicht? Ach, haben schon wieder drei Hände das Steuer in der Hand, oder haben was? Haben die in München noch Werkstätten? Ja, ich glaube München hat noch tatsächlich Werkstätten an. Die Holländer haben aber keine. Mein Motor ständig am, ausgeht. Am Hofbräuhaus in München. Oh, das München ist nur ein Stück. Guck mal, jetzt sind wir in Deutschland. Ich lebe noch 680 Kilometer. Ja. Ja, das hält ja. Solange du vor mir in einem Abstand fährst, geht das. Die da hinten kommen gar nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Doch, doch, wir konzentrieren uns nur gerade. Ja, warum flüsterst du? Nebenher fahren. Nee, nix, gar nichts. Du hast geflüstert. Wir haben uns nicht über Möp unterhalten, nein. Ach, ihr habt euch nicht über Möp unterhalten, nein, sondern ihr habt es in die Tat umgesetzt, oder was? Möp! Roadrunner, Möp! Komm ich gleich hier zu hören. Julian, man merkt, dass Achtung, du noch keine Freundin hattest. Hä, warum? Ach, nur so. Habe ich mir bei Stadtland Fluss auch anhören. Ja, aber wenn du gleich hier so, aber an den Titel kann man das nicht wirklich merken. Also an den Titel. Das war doch nur irgendwelche Wörter aneinander. Meine Titel waren aber weniger schlimm als Julian seine. Wenn ich was mache? Ja, weil Julian immer das T-Wort und das F-Wort und das SCHL-Wort benutzt. Ja, ich hab nur einfach nur Duschlampe geschrieben, ja? Ich wollte dir einfach nur mal zeigen, dass ich schneller fahren kann als wie du, so. Kannst wieder vorbei. Ja, du hast ja auch mehr PS als er. Ich hab aber auch dezent gebremst, weil ich auf die anderen warten wollte. Aber nur dezent hast du gebremst. Seit wann das denn? Dezent? Da steht jemand dezent auf dem Standstreifen. Aber was, mein Motor Maxen schon wieder aus? Da sind sie jetzt. Josh! Ich war der auf der linkesten Spur war. Wenn dann ist der Carsten an dir vorbeigefahren. Carsten, bremst mal bitte.
Warum? Weil ich da auch noch rüber muss. Ach, ich so. Bremse für dich. Ich bremse auch für Chocotens. Achtung, Achtung, Andi, Achtung, Andi. Wobei, Andi ist nicht so schnell. Werd nicht frech hier. Nee, aber ich hab echt nichts. Ich dachte, dass ich von hinten genommen wäre. Werd. Luisa. Knall dem Mann ein paar. Später. Knallen. Alter Schwede, ey. Knall gesagt, ohne rot zu werden. Nee, mit rot werden. Ich sagte, knall den mal ein paar, nicht knall den mal. Ja, ein paar Mal, das habe ich auch nicht so gegeben. Ja, ich Josh, trink mal einen Schluck. Ja, der Josh, irgendwann sagt der Josh übrigens Kondome gerade bei Edeka im Angebot für 1,99. Ah, was machst du denn? Ich habe getrunken. Hallo. Ah! Dieses Mal, ich war nicht schuld. Das war ein bösartiges Manöver, was gegen mich aufgehetzt wurde. Weißt du, wie der Andi gerade ausgesehen hat? Wie so eine Katze, die vor irgendwas zurückschreckt und so Angst hat und so wegspringt. Nicht im Ernst, oder? Entweder Köln oder Liège, bin ich mal gespannt. Och, Mann. Ja, Liège, der Andi tut gerade auf der Straße Liège. Also mit dem Renault klappt das irgendwie bei Sonderregnet schon wieder. Andi, Liège oder Köln? Reparieren. Fahrscheinkontrolle. Hallo, Fahrscheinkontrolle. Ich würde gern Ihren Fahrschein sehen. Köln. Hallo. Die Wanderhand ist wieder da. Hallo. Ja gut, warte mal. Köln, fahren wir dran vorbei. Das ist eigentlich ganz gut. Also, Andi, du fährst... Wir können nur nach Köln fahren. Wir fahren einfach nach Köln rein. An die Werkstatt? Wir treffen uns an der Werkstatt. Gut, wir müssen, also soll ich nicht rausfahren? Nö. Nein. Nö, ich würde sagen, wir fahren an die Werkstatt. Dann könnte ich mich auch ein bisschen reparieren. Das ist auch nicht an verkehrt. Die Werkstatt? Ja, an die Werkstatt. Ich wollte das mal nicht selber bringen, sondern mal dem Andi überlassen. Hm? Ja, ja, versteht der wegen meines Andi-Witzes. Und ich habe eine coole Raute auf dem Dashboard. Eine Raute? Ja. Hamburger. Eine Raupe? Wie, was sagst du gegen Hamburg? Ach nee, das war jetzt auf Fußball bezogen. Ja, richtig. Ja, okay. Was hattet ihr eigentlich von dem Vorstellungsvideo von Hamburg 2016? Nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Josh, du warst der Einzige, der... Sollen wir uns das einfach gleich zusammen angucken? Wir schauen uns das einfach während des Let's Plays an. Wir schauen uns das einfach nach dem Let's Play an, wenn wir dann nicht eh alle ins Bett müssen. Müssen wir alle ins Bett. Ja, bis wir da sind, denke ich mal schon. Wobei das die Zeit nimmt rapide ab. Oh, da kommt ein Flugzeug. Rapide? Rapide, ich weiß nicht. Das ist ein französisches Wort, rapide. Sie nimmt rapide ab. Rapidement. Boah, ist mir warm. Oh, der ist aber auch warm. Ich zieh mich mal aus, was dagegen ist. Nein, lass das. Oh, nee. Das kannst du deine Scheiben dann bei der nächsten Werkstatt von außen tönen lassen, damit wir das nicht sehen müssen? Spiegeln ein bisschen. Ja, spiegeln, genau. Spiegel. Müssen wir hier nicht runter? Nee, doch. Köln? Jetzt, wo du sagst. So. Wow! Ja, genau. Ja. Josh, die Abfahrt fahren. Die Abfahrt nach Köln musst du runterfahren. Ja, die Abfahrt nach Köln und da musst du links fahren. Ich glaube, ich muss die Abfahrt nach Köln runterfahren. Ja, und dann links. Da musst du, glaube ich, links. Köln und dann links. Ich fahr mal die Abfahrt nach Köln und fahr dann links. Habe ich irgendwo mal gehört, dass das, glaube ich, ganz gut wäre. Ich glaube, da vorne ist eine Abfahrt, da steht Köln drauf. Und mein Navi sagt, bitte wenden. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie haben an dem Mast gesägt. Und als der Mast schon wieder schlägt, hat und an der Ampel links. Ja, so viel kann ich nicht mehr merken. Schon wieder den Witz. Nein, keine Sorge. Ist mir gerade noch so eingefallen. Ampel links, ne? Ja, da vorne sehe ich jetzt aber jemanden, den ich gerade Licht hupe. Wem hast du denn Licht gehupt? Der Beste da vorne. Wer ist der Letzte von euch? Also ich weiß, wem er nicht gehupt hat. Mir. Dem mir auch nicht. An der Ampel links, sagt er. Oh, Köln. Julian. Andi. Ich habe gerade rausgefunden, woran es liegt, wenn der LKW manchmal nicht fährt. Ja, woran? Ja, ich wollte gerade Gas geben, geradeaus, um ein Stück vorzufahren. Und habe aber irgendwie vergessen, aufs Gaspedal zu treten. Ach so, ja, das ist... Julian, fahr mal auf deiner Spur. Julian, fahr mal auf deiner Spur. Wir fahren jetzt in die Werkstatt.
Ich musste mich jetzt einmal dafür rächen, dafür, dass du mich hier da schon so oft unsittlich berührt hast. Was? Unsittlich berührt, sehr schön. Wie der Herr schneller vorwärts kommt als ich. Ja, und ich hab dich erst noch gerammt. Ich bin später losgefahren, bin trotzdem der Flottere. Ja, der Attack, der kommt doch sonst immer schneller. Hm. Ja, klar. Ich höre doch sonst, ne? Immer Erster. Schneller kommen ist nicht immer gut. Wo ist denn die Werkstatt? Darauf wollte ich anspielen. Wo denn die Werkstatt ist? In Köln. So, oh, eine Arbeitsagentur für... Oh! Arbeitsagentur für... Oh! Ja, oh, wir hätten da rechts gemusst. Okay. Rechts jetzt. Und sie wieder rechts. Rum gemusst. Hey, yo. Hallo. Hallo, Leute. So. Also wir nehmen seit 1.26 auf, möchte ich mal gerade sagen. Ist das so? Ja, wir wollen nur 1.26 heute eine Stunde 26 nehmen. Aber was kostet das sonst, Julian? 3 Stunden. 1.99. Whee! Heute statt 1.99 nur 1.26. So, alle da? Mein PC ist auch nicht gerade hilfreich, was die da was ist er was ja Abkühlen wieder. Hier geht. Nee, ne, also. Ich bin ein pinker Renault. Josh, da bist du ja wieder. Ja, ich hab grad mal ein Selfie mit dir. Du hast getönte Scheiben, Andi. Bei dir kann man nicht reingucken. Ja, aber eigentlich würdest du man bei dir nicht sonst reingucken. Sonst würdest können. Du mein aggressives. Ja, oder deine Gesicht Tina Lisa. Gerade nicht sehen. Und deine Tina Lisa. Lisa. Die hat bestimmt auch große. Aber Brüste. Tina Lisas Gesicht sieht man auch nicht. Das ist gerade irgendwo verborgen. Dieses Wort wurde mir gerade in den Mund gelegt. Mhm. Ja? Also nicht das, was das Wort beschreibt, sondern das Wort. Du meinst das Synonym für... Ey! Das Synonym für Hoopy-Lines? Wer ist mir gerade hinten drauf gefahren? Ich bin an dir vorbeigefahren. Ich gefahren. Nicht. Irgendwer an steht dir hinter vorbei. Mir. Wer ist ich hinter bin, mir? Also ich bin der an dir vorbeigefahren. Andi, ich bin gerade erst hier um die Kurve. Ich habe dich nicht berührt, bevor du jetzt wieder... Dann warst du der Josh seitlich wahrscheinlich. Ja, weil ich dich auch seitlich rammen möchte. Ja. Bringt doch gar nichts. Josh, wo willst du hin? Josh, was machst du da? Das ist der die Gegenfahrbahn. Andi, der hat Angst vor dir. Ach ja. Ja, weil du hast irgendwie so 500 PS mehr als er. Ja, aber der Josh ist doch hier der Rambock. Der Josh ist eher ein kleiner Rammler. Kein Rambock. Er macht nichts. Irgendwann muss er wieder rüberkommen. Leute, der macht nichts, der will nur spielen. Machen wir mal 5 Minuten Crash-Timeout, das wäre mal ganz cool. Ja, ich werde sonst gekickt, weil ich auf der falschen Spur fahre. Wer, einer von euch reportet mich jetzt? Ich reporte dich jetzt. Oh, ich muss dich erstmal reporten hier, Tab. Komm, da kannst, Leute, da kommt gleich eine Kreuzung, da kannst du gleich rüber. Ja, das finde ich gut, danke Carsten. Carsten dessen, Andi, oder? Andi. Der Josh, der will doch nur spielen. Das solltest du auch, weil da kommt Gegenverkehr. Hui! Scheiße. Tatsache. Ah. Ich muss der rechts leckt rüber. Aber sehr stark der Gegenverkehr. Ich muss rechts rüber. Ja, ich auch. Ah. Muss rechts abbiegen. Du kleiner Pisser. Ich muss rechts abbiegen. Bremsen. Da ist rot. Ich glaub, das ist rot. Ja, da ist rot. Ich glaube, wir haben alle das kleiner Pisser vermisst. Ja. Jetzt, wo es so sagt. Ja, jetzt auf einmal so. Ja, wenigstens etwas. Kleiner Pisser. Kleiner Pizza! Was kleiner ist Kacker. Der da Mimi. Mimi. Genau, Mimi, Mimi, Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Du kleiner Kacker, du. Popo. Was ist kleiner Kacker? Ist das ein Vogel? Ja. Kakadu ist ein Vogel. Kleiner Kakadu. Und was ist mit dem kleinen Kakadu? Ja, der fliegt hier so rum. Der ist der kleine Kakadu. Der fährt vor mir in so einem komischen LKW. Das ist aber kein Kakadu, das ist ein Kakadu. Ja, in einem LKW mit, einem ja, schwarz-rot-goldenen Band drauf. Mit dem Schriftzug einer Murks aus Nürnberg. Zug. Was? Wurst aus Nürnberg? Nee, Murks. Nee, okay. Besser als Wurst aus Mannheim. Die Ram? Seit wann heißt Mercedes-Benz Ram? Rotz aus Mannheim, das ist, ich nenne das Rotz aus Mannheim, so. Ja, aber Murks aus Nürnberg passt noch mit MAN. Nee, aber bei den LKWs da kann man das sogar nicht mal sagen, aber bei dem schönes Wetter hier, schönes Wetter. Ja, es regnet die ganze Zeit. Ja, aber wann fährt eigentlich dieser Schriftzug und vor allem bei welchem Gleis? Gleis 7 3/4.
Aber es ist ein Kurzzug. War es nicht 9¾? Ja, ich weiß, aber ich wollte nicht so das Harry Potter Klischee bedienen. Wer blendet da so blöd auf?